Die Gerechtigkeit wird siegen, und ob es noch so sehr scheint, als unterliege sie. Die Stunde wird kommen, da alle Sünden offenbar werden, und da ein jeder sich verantworten muss, der Unrecht auf Unrecht häuft, das scheinbar ungesühnt blieb auf Erden. Ich lasse auch dem Teufel freien Lauf, ich lasse die Menschen ausüben, wozu der Teufel in ihnen sie antreibt, auf dass das Maß voll werde, das meine rechte Hand dann auszahlt, zum Zeugnis der Sünde und des Verderbens derer, die mir widerstreben, die sich an kein Gesetz mehr halten, das ihnen von mir aus vorgeschrieben ist, seit Ewigkeit. Die Sünde zieht das ewige Verderben nach sich, die Sünde fordert meine Gerechtigkeit heraus, dass ich sie aufdecke und grell beleuchte, dass ich alle Schandtaten offenbar werden lasse. Und es wird ein Heulen und Wehklagen sein, so ich zu Gericht sitzen werde über die Menschen, die gleich Teufeln wüten und dies besonders in der letzten Zeit vor dem Ende. Nur noch kurze Zeit ist ihnen belassen zur Ausübung ihres schändlichen Willens, doch diese Zeit nützen sie in teuflischster Weise. Sie achten keines Gebotes mehr, weder des von mir gegebenen Liebesgebotes, noch menschlich erlassene Gesetze. Sie leben und handeln ihrem inneren Trieb entsprechend, der überaus böse ist und keine Grenzen mehr kennt, der von der Unterwelt angeregt ist und mit Kraft versehen wird und daher ungehindert wirken kann. Und die meinen werden ihnen, menschlich gesehen, ausgeliefert sein, doch sie sind meines Schutzes sicher und brauchen daher auch jene Teufel nicht zu fürchten, deren Macht zerschellt an meine Kraft. Und was ich zur Ausführung gelangen lasse, das soll euch nicht beunruhigen. Ihr sollt euch dennoch von mir umsorgt wissen, der ich eure Schicksal stets so lenke, wie es zu eurem Besten ist und wie es seit Ewigkeit in alle Weisheit und Liebe von mir beschlossen ist. Es muss sich die Zeit vollenden und darum muss auch das über die Erde gehen, was ich ersah von Ewigkeit, was ich angekündigt habe, stets und ständig. Es muss das teuflische Wirken ungehindert stattfinden können, weil ich die Macht des Satans breche, so sein Maß voll ist. Auch er muss seinen Willen durchsetzen können, wo ihm von Seiten der Menschen kein Widerstand entgegengesetzt wird, wo der Wille des Menschen selbst ihm das Recht dazu anräumt. Doch seinem Wirken sind Grenzen gesetzt, und so diese Grenze erreicht ist, binde ich ihn und mit ihm alles ihm herrige Geistige. Und es wird wieder Friede sein unter den Menschen, die mein sind, und verbleiben bis in alle Ewigkeit. Es wird eine neue Zeit kommen, eine Zeit, wo jenen kein Zutritt gestattet ist zu den Menschen, weil diese sich voll und ganz mir verbinden und also in sicherstem Schutz stehen. Ich aber verheiße auch in der Zeit seines Wütens vor dem Ende allen denen meinen Schutz, die mir angehören durch ihren Willen, mir zu dienen und mir zum Wohlgefallen auf Erden zu leben. Und darum braucht ihr auch die letzte Zeit nicht zu fürchten,
und so ihr nur von Teufel umgeben werdet, an Herr, selige Geister, die ausgestattet sind mit Licht und mit Kraft, umgib euch und gewährt euch sicheren Schutz in meinem Auftrag, denn ich habe euch meinen Schutz verheißen und ich verlasse euch ewiglich nicht. Ich bin ständig bei euch, so ihr mich ruft, und mein Arm wehrt den Kräften der Finsternis, euch zu berühren, selbst wenn sie oft und drohend die Hände nach euch ausstrecken. Sie sollen sich austoben, doch einmal erreicht sie der Arm der Gerechtigkeit, und er macht ihrem Treiben ein Ende. Und diese Stunde ist nicht mehr fern, was ihr schon daraus erkennt, dass die Menschen immer teuflicher wüten gegeneinander, dass die Not und das Leid immer größer wird und dass die Menschen immer weniger den fürchten, der alle Macht hat über Himmel und Erde. Doch die Gerechtigkeit wird siegen, der Tag des Gerichtes wird kommen und hinwegraffen von der Erde, was reif ist für die Verdammnis, wie ich es verkündet habe in Wort und Schrift. Amen.